So, hallihallo und herzlich willkommen zurück an diesem heißen Tag. Ich mach mal den hier. Hi. In Red Dead Redemption. Ja, wir haben uns quasi im Prolog eine neue Heimat gesucht. Raus aus der kalten Hölle. Über was haben die gerade gesprochen? Hab's jetzt gar nicht mitbekommen. Okay, wir sind jetzt hier im Lager. Weiß es noch. Ich denke, sie würde die Erde war flat, wenn du gesagt hast, du cared for. Aber ich do care. I do care. Are you laughing at us feeble-minded romantics again, Mr. Morgan? Well, that's one way of describing you, but there's others. Was? Wie bitte? Well, well, well. Okay, wir lassen sie mal allein. Da hat gerade die Tonspur gefehlt. Sehr amüsant. Okay, wir haben jetzt hier... Komm, wir rasieren uns mal. Gesamter Bart? Ja, schauen wir mal rein. Ach so. Aha. Ja, komm, wir trimmen mal komplett. Können wir auch Haare? Nee, dafür müssen wir zum Friseur wahrscheinlich. Was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwie was bei? Schlafen, setzen, untersuchen? Was können wir denn da untersuchen? Ach so. Aha, aha. Sehr Dutch and Arthur. Waren sie aber noch jung. Arthurs Vater. Lyle Morgan. Ah, okay, krass. Und Arthurs Hund. Wir hatten einen Hund. Wow. Was haben wir hier? Frau, Freundin, auf jeden Fall wichtig. Zeitungsausschnitt über den ersten Banküberfall. 15. April 1887. Dreister Banküberfall. Drei Männer gesucht. Seit einigen Jahren ist Major T.J. Belfort nun schon Kassierer bei der Lee & Hoyt Bank. Aber nichts konnte ihn auf die Ereignisse der letzten Wochen vorbereiten. Es war ungefähr um 2 Uhr. Drei Männer, die ich nicht kannte, traten durch die Tür und kamen zum Schalter. Einer von ihnen, der Älteste, war sehr wortgewandt und verwickelte mich in ein Gespräch. Plötzlich zog der Größte, ein mürrischer junger Mann, das sind wir, eine Waffe und hielt sie mir vor das Gesicht. Hände hoch, sagte der Dritte. Und ihr Anführer, der ihr Anführer gewesen sein musste. Boah. Durch die Klimaanlagen habe ich so einen trockenen Husten jetzt auf Dauer entwickelt. Ist ungeil. Auch gerade beim Vorlesen merke ich das immer wieder. Es bringt mich immer wieder zum Stocken, weil durch das Atmen ist manchmal nicht so geil. Okay, wo waren wir? Plötzlich zog der Größte, ein mürrischer junger Mann, eine Waffe und hielt sie mir vors Gesicht. Hände hoch, sagte der Dritte, der ihr Anführer gewesen sein muss. Die anderen beiden wiederholten die Aufforderung fluchend und der Anführer sagte, meine lieben, patriotischen Freunde und ich werden sie jetzt um ihr Gold erleichtern und einige Menschen die Vorzüge der Zivilisation näherbringen. Naja, dann kamen sie hinter den Schalter und nahmen sich ein paar Säcke, in denen 5000 Dollar in Gold waren. Sie wollten wissen, wo der Rest des Geldes war, und ich zeigte auf drei Säcke mit Silber. Aber die waren ihnen zu groß. Sie machten sich daran zu fliehen und warten mich davor, den Alarm auszulösen.
Solch eine Angst hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht, sagte Mr. Belfort einem Reporter. Die Räuber sollen sich noch eine Weile in der Stadt aufgehalten haben und, wie unbestätigte Quellen behaupten, sollen sie verschiedene Armenhütten und Waisenhäuser besucht haben, wo sie Teile ihrer unlauteren Beute verteilten. Ja, das ist doch was Gutes eigentlich, oder? Wir haben doch noch ein Buch da rechts liegen. Warte mal. Kompendium. Zoologisches. Öffnen. Ah. Können wir das mitnehmen? Perfekt. Dann können wir jetzt auch mal zwischendurch ein paar Sachen durchlesen, die uns... Was ist das denn? Was bist du denn? Du bist ja wild. Okay. Leider auch keine... Beschreibung oder Name dazu, irgendwas aufs Glas geschrieben oder ein Zettel daneben, was das sein soll. Würde mich echt mal interessieren. Dann haben wir noch eine Fotografie. Ist das? Ah, ich wollte gerade sagen, die Dame auf der linken Seite ist es nicht nochmal. Unsere Mom. Oh je. Eieiei. Das erinnert mich an gestern, an das Gewitter bei uns. War auch nicht von schlechten Eltern. Wir haben nur noch ein Buch davor liegen. Aha, okay. Okay. Ja, Spaziergänge durch Wald und Wiesen. Dann haben wir jetzt einmal was für die Flora und einmal was für die Fauna. Sehr schön. Oh, hier können wir uns umziehen. Was haben wir denn da? Outfits. Grobian. Rebell. Unschuld. Verfolger. Warte mal, wie, das war's jetzt schon? Kam ja nicht mal was runter. Das erinnert mich wirklich an das Gewitter hier von gestern. Ja komm, mach mal ohne Jacke, oder? Komm. Ohne Jacke ist cooler. Mäntel, Westen, Hosenträger, Stiefel, Sporen, Masken. Oha! Sogar übers Gesicht drüber, krass. Ich dachte, wir haben die typische, ich ziehe das mal hier so auf Mundhöhe Maske. Waffenausrüstung, was haben wir da? Waffengürtel? Ja, unserer passt halt mehr zu unserem Outfit, ne? Obwohl der schickerer ist. Ja, wir lassen es so. Patronenboote. Haben wir einen Vorteil dadurch oder einfach nur so? Haben wir nicht, ne? Steht zumindest nicht da. Dann würde ich es jetzt einfach mal so lassen. Arthurs Tasche. Alisman. Hä? Adlerkrallen. Ach, okay. Erhöht die Dauer, die Adlerauge aktiv bleiben kann. Um 5 Sekunden. Ja gut, passt jetzt aber nicht wirklich. Ah komm. Lass mal weg. Muss schon gut aussehen. Vielleicht werde ich meine... Gibt es da noch mehr? Nee.
Vielleicht werde ich meine Entscheidung später bereuen. Aber das werden wir rausfinden. Boah, die ist ja auch schick. Aber die ist warm, ne? Ein wenig warm. Kann mit anderen warmen Kleidungsstücken zum Schutz vor Kälte kombiniert werden. Ja, brauchen wir hier gerade nicht. Haben wir eine schicke Weste irgendwie? Okay, die ist cool. Passt aber auch nicht. Was haben wir noch? Zeit, dass wir ein bisschen Patte machen. Dass wir mal uns was Ordentliches gönnen können hier, oder? Good morning, Arthur. Du hast keine Outfits für kaltes Wetter auf deinem Pferd. Pferd lagern. Wie viele Outfits kann man denn auf dem Pferd lagern? Ach, da unten. 2 von 3. Ja, passt. Dann haben wir eins für das Wetter und eins fürs kalte Wetter. Das passt doch schon. Was können wir denn hier anstellen? I'm sure it'll turn out all right. Isn't it good to be out of that goddamn snow? Why are you so chipper? We're gonna be good. We are gonna be great. Faith, my son. Faith. Ja. Morning to you, Arthur. Ja, werden wir sehen. So, you and Lenny didn't see no trouble when you scouted ahead? Nothing too much. No Pinkertons anyway. Good. Klingt schon mal gut. Und bei dir, Jose? All quiet, Jose. Thankfully, yes. Good. Nonsense. You're about the bravest woman I've ever met. I'd apologize, but don't feel like it. That tells me you got the courage. The courage to live. I hope so. I really do. I know so. I'm always around if you need someone. Ich muss sagen, ist aber auch echt cool, wie die alle zu ihr halten, ne? Obwohl sie eigentlich eine vollkommen fremde Person ist. If there's anything else we can do, just let us know. There ain't nothing you can do. All right. Well, you just holler. Mr. Morgan, I've noticed you've stopped paying into the box. Wir sind gerade angekommen. I've been sort of busy, Miss Grimshaw. Well, we all need to eat, Mr. Morgan. I'll see what I can do. Sag mal, wir sind doch gerade angekommen. Was ist denn los? Lasst mir doch mal Zeit. Morning, Mr. Morgan. Guten Tag, Mr. Strauß. Morning. Was geht? Was hier denn? Oh! Feuerholz hacken. Na, und ihr so? Gibt es was Schöneres, als im Camp Feuerholz zu hacken? Ich glaube nicht. Hören wir irgendwann auf? Also ist der Stapel irgendwann... Ich muss mal aber das beobachten. 2 liegen noch da.
Oh ja, Tatsache. Machen wir dann für irgendwas dann fürs Camp? Ist es sinnvoll? Werden wir jetzt rausfinden. Du kannst Ehre und Charakterwerte verbessern, indem du alltägliche Aufgaben im Lager erledigst. Die Bande wird es... Okay. Die Bande wird dir diese Hilfe anerkennen. Cool. Ja gut. Nice. Pearson! I'm famished! It's coming! It's coming! Mhm. Morning, Mr. Morgan. Morgen, Mr. Pearson. Glad to be off that mountain, Mr. Pearson. Yes, indeed. Lots to do now. Yeah, for all of us. Schau mal an, wer da abhängt. Well, how long you gonna keep me like this? Huh? Did you send someone with the ransom note yet? Ransom note? Yeah. We'd be lucky to get 2 cents for you. Hey, I'm a valuable asset, mister. They was right. You have turned delirious. Also ich glaube auch nicht, dass er so wichtig war für die Bande. Denn erstens hätten sie uns jetzt schon lange gejagt und zweitens hat er sich am Anfang schon selbst rausgeredet, weil er meint ja selber, er ist gerade neu dazu, er kennt ihn nicht. How are you, Jack? Are you a sick? A little bit, but Uncle Jose gave me some medicine. Okay, good. Hey there. Oh, hello, Arthur. Well, I'm gonna play here, Uncle Arthur. Ich finde es schön, wie hier alle mit irgendwas interagieren. Da ist Dutch nochmal. Oh. Hi. What's wrong? Thought you'd be happy to be off that mountain. Oh, I don't know. You ain't been yourself for a while. Okay, I'll catch you later then. Sounds good, Arthur. Boah. Ist ja aber auch ein schöner Spot hier. Mal da vorne sind sogar Häuser. Oh, hier gab es einen Waldbrand. Oh, da hinten sind auch Häuser. Das ist Valentine, ne? Safe Valentine. Ja. Huch. Da unten ist ein Dorf abgefackelt. Irgendwas, irgendwelche Gebäude wurden da abgefackelt. Da müssen wir mal hingehen. Vielleicht gibt es da ja noch was zu holen, wer weiß. Aber vorerst, was haben wir denn jetzt hier? Können wir hier irgendwas machen? Verbesserung. Mr. Morgan, bring me some materials and I'll be glad to make something nice for you. Okay. Arthurs Unterkunft können wir auch, wenn wir Kadaver haben oder heute. Weißt du, hast du so ein Ochsenfell auf dem Boden und wenn es hier mal hart regnet, ist der richtig krass durchgeweicht. Macht Spaß. Oh, der Tisch ist schick. Wildschwein. Was? Wildschweinfell-Tischdecke? Das ist die Tischdecke? Okay. Wild. Puma-Feldruhe. Sag mal. Johns Unterkunft. Gabelbock-Tischdecke. Warum können wir für John eine Unterkunft bauen? Also, noch einen Teppich reinlegen. Warum für die anderen nicht? Warum nur für John? Hauptlagerfeuer. Oh, hier gibt es viel. Elchgeweih, Wolfsschädel.
Schlangenleder-Banjo-Korpus. Geil. Lagerfeuer-Sitzabdeckung. Ach, da hinten. Ach, cool. Damit man ein bisschen bequemer sitzt am Feuer. Geil, cool. Bodenbedeckung. Pittige Weih. Hängende Knochen. Na, ein bisschen Deko. Ja, ist doch nicht so wichtig. Und hier vorne? Beitrag leisten. Was können wir an Spenden? Können wir irgendwas sagen? Beitrag erhöhen. Was haben wir denn? Was ist denn jetzt unser Geld? Das obere oder das unterste? Komm, ich mache hier mal zwei. Aha. Hey, da ist doch was in der Kasse. Sag mal, davon können Sie doch einkaufen gehen. Ist doch einiges an Kohle, oder? Ich meine, für die Zeit sind 179 doch gar nicht mal so schlecht. Ja, gut für alle, ja, aber trotzdem. Da war ein Brief. Mollys Gedicht. UI Breach. Ich war ein Mädchen. Bis du mich bestelltest übers Meer. Mir bleibet nichts. Gab alles an dich. Meine Liffey war so... Was? Meine Liffey war so winziglich. Dein Land, deine Liebe, weit und frei, gar sehr. Ich war ein Mädchen, du riefest mich. Du warst stark, groß und düsterlich. Du stahlst den Schlag von mir her. Mir bleibet nichts, gab alles an dich. Deine Lippen verzaubern, deine Augen fesseln mich. In Ekstase ist dein Herr. Ich war ein Mädchen, du riefest mich. Deine Schmarotzer und Diener winden sich. Ziehen über unverstandene Liebe her. Mir bleibet nichts, gab alles an dich. Ich sitze allein, schreib undeutlich. Elende Worte und warte nunmehr. Ich war ein Mädchen, du riefest mich. Mir bleibet nichts, gab alles an dich. Was haben wir hier? Seid mir nicht böse, aber ich werde das heute nicht vorlesen, weil ich werde die ganze Zeit nur husten, kratzen, sonst irgendwas. Das nehmen wir mal wann anders in Beschlag. Wir können ja immer mal wieder herkommen. Wir müssen das nur mal im Hinterkopf behalten, aber ich glaube, ich werde heute auch nicht so viel aufnehmen, weil es bringt irgendwie heute nichts, keine Ahnung. Es kratzt und juckt die ganze Zeit. Was haben wir noch da hinten? Anheben. Haben wir noch Säcke? Ah, das sind wieder solche kleinen Hilfssachen fürs Lager. Komm, sind ja nur zwei. Können wir machen. Oh, there you are. Nee. Kann jetzt nicht, tut mir leid, Dutch. Quatsch dein die ganze Zeit zu, ist ja furchtbar. Und eins.
Hier gibt's Glücksspiel und Five-Finger-Pfeiler, schätze ich. Dann nehmen wir noch den zweiten, dann haben wir das hier durch. Und dann haben wir die Folge komplett im Lager verbracht. Krass. Tut mir leid, das ging voll schnell vorbei hier. Good work. That'll keep Pearson happy. Danke. Always the same people doing all the work here. Ah, ich gebe mein Bestes. Those are heavy. Ja, für dich schon. Come on, I'm so Aber wir sind's gewöhnt. Please don't hurt me. Keiner will dir wehtun. Wir wollen dich nur schmoren lassen. Ja. What's wrong with you, Mr. Morgan? How'd you mean? You're stuck in camp all the time. You used to be such a man of action. Ich hab geholfen, Mann. Was haben Sie denn gegen mich? Sag mal. Ja, soll ich zahlen? Weißt du, ich bin 2 Minuten im Lager. Soll ich direkt zahlen? Dann helfe ich hier. Ich mach das Holz. Ich trag die Säcke von A nach B und dann werde ich hier vollgemotzt, was ich hier im Lager mache. Sag mal. Wollt hier nicht gerade noch jemand was von uns? Okay. Tja, die Chance ist verstrichen. Muss ich mir merken. Am besten nochmal direkt hingehen. Fülle den Eimer auf. Aber der ist doch voll. Habe ich was Falsches gelesen? You okay? Ja, selbst. You're Arthur, right? My name ain't no concern of yours. That's how it's done, ladies and gentlemen. I don't give a damn. Money in the pot. I made it big. Yeah, well, leave it there, isn't it? Goddamn lazy and come over and say thank you to your Uncle Micah. That sounds so good. Okay. Dann würde ich hier diese relativ unspannende Folge, die wir komplett im Lager verbracht haben, einfach mal hardcore beenden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit ein bisschen Action. Dann gucken wir mal, was der gute Onkel von uns will. Und machen dann wohl oder übel, früher oder später, mal Valentine unsicher. Ja, danke fürs danke fürs Einschalten, danke fürs Anschauen. Und die Bücher machen wir aber später. Hey, Arthur. Weil, ja, bisschen problematisch. Tut mir leid. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Danke, dass du hier warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dass du die digitale Welt zerreißt. Heißt, sieh uns einsam.